Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute in 4 Wochen einen besonderen Gottesdienst feiern werden, nämlich einen Taufgottesdienst. Sophia wird sich taufen lassen und ich möchte deswegen heute auch zum Thema predigen. Am nächsten Samstagvormittag werde ich ein Taufseminar anbieten und vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der Interesse an dieser Frage hat, an diesem Thema hat und dann vielleicht auch noch mit dabei sein wird in 4 Wochen. Würde mich sehr freuen. Ja, als Vorbereitung auf diesen Taufgottesdienst, wie gesagt, heute eine Predigt zum Thema. Ich habe einige Verse aus Matthäus 3 ausgewählt, 3:1-2 und 13-17 unter dem Titel Ruf zur Umkehr und Taufe. Und ich lese uns diesen Text. In jener Zeit fing Johannes der Täufer an, in der judäischen Wüste zu predigen. Er rief, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Auch Jesus kam aus seiner Heimat in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Aber Johannes versuchte ihn davon abzubringen. Eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden. Und nun kommst du zu mir? Jesus erwiderte, lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da gab Johannes nach. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Steigen wir gleich ein in unser Thema mit meinem ersten Gedanken. Eindringlicher Ruf und Einladung Gottes zur Umkehr. So habe ich meinen ersten Gedanken genannt. Da steht ein sehr merkwürdiger Typ in der Wüste. Mit einem Kamelhaargewand bekleidet und sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährend, steht er da am Jordan und hält eine feurige Gerichts- und Bußpredigt. Dermaßen direkt und ohne Beschönigung, wie es sich wohl heute kaum ein Pastor trauen dürfte, so zu predigen. Johannes der Täufer, er predigt von Buße, von der Axt, die schon an die Wurzel der Bäume gelegt ist, vom Feuer, das die schlechten Bäume, nämlich die, die keine Frucht tragen, verbrennen wird. Er spricht von der Spreu, die vom Weizen getrennt und mit unauslöschlichem Feuer verbrannt werden wird. Tut Buße, ruft er den Menschen zu. Kehrt um von euren bösen Wegen, von eurem Leben ohne Gott. Wendet euch Gott wieder zu, fangt ein neues Leben an, lasst euch eure Schuld von Gott vergeben und glaubt an ihn und vertraut ihm. Ein besonderer Typ mit einer besonderen Botschaft. Man könnte fast meinen, die so ja fast niemand heute hören will, oder? Sich zu predigen lassen, du bist böse, du bist verloren. Du bist schlecht, du kannst Gott nicht genügen und ohne eine klare Umkehr bist du verloren. Das will eigentlich niemand hören. Ich möchte dich fragen, wie geht's dir mit dieser Botschaft, die du eben so kurz vernommen hast? Was macht es mit dir? Verprellt es dich? Stößt es dich ab? Schreckt es dich ab von diesem Gott? Was passierte damals? Die Leute rennen alle geschockt und abgeschreckt davon. Nein, so steht es nicht in der Bibel. Sondern ganz im Gegenteil, zu unserem Erstaunen kommen die Menschen scharenweise zu diesem Bußprediger, bereuen ihre Sünden und demütigen sich vor Gott. Sie bekennen sich schuldig vor dem heiligen Gott und sie steigen ins Wasser und lassen sich taufen. Das ist die erstaunliche Reaktion auf diese so harte Bußpredigt von Johannes dem Täufer.
Dies ist übrigens das allererste Mal im Neuen Testament, wo von einer Taufe die Rede ist. Und ich komme in meinen weiteren Punkten noch ausführlicher auf die Taufe zu sprechen. Hier wird schon mal, das greife ich vorweg, auch im Zusammenhang all der anderen Aussagen im Neuen Testament über die Taufe sehr deutlich. Die Taufe geht immer, oder der Taufe geht immer die Umkehr zu Gott voraus. Die Umkehr zu Gott ist die Voraussetzung zur Taufe. Oder auch anders gesagt, der Glaube, der sich ja dadurch äußert, dass ein Mensch zu Gott umkehrt, seine Schuld vor Gott bereut und ihn um Vergebung bittet, das ist ja Glaube eigentlich, im tiefsten Sinne des Wortes, der ist die Voraussetzung, um sich dann taufen zu lassen. Und deswegen habe ich auch meinen ersten Gedanken so formuliert, eindringlicher Ruf und Einladung Gottes zur Umkehr, weil die Umkehr zu Gott so entscheidend wichtig ist. Die ganze Bibel spricht von dieser Umkehr zu Gott, von diesem Ruf Gottes, der einerseits eine Warnung ist, an die Menschen nicht so weiterzuleben wie bisher und andererseits eine ganz liebevolle, sehnsuchtsmäßige Einladung Gottes ist, an jeden einzelnen Menschen zu ihm doch umzukehren, weil er doch jeden einzelnen Menschen unendlich liebt und unendlich beschenken und dann letztlich auch retten und erlösen möchte. Also die ganze Bibel ist voll davon. Mensch, der du ohne mich lebst, kehre um zu mir. Ich warte auf dich. Ich möchte dich mit offenen Armen empfangen. Aber deine Schuld und Sünde trennt mich von dir. Und deswegen lass dir vergeben und kehre zu mir um. Das ist Gottes größter Herzenswunsch, Gottes größte Sehnsucht und Leidenschaft, dass Menschen diese Einladung zur Umkehr hören und dass sie nicht nur hören, sondern ihr nachgehen, umkehren, sich abkehren von ihrem selbstbestimmten Leben ohne Gott und sich befreien und retten lassen zu einem neuen Leben mit Gott und mit Jesus Christus. Und Gottes Wort gebraucht genau für diese Umkehr ganz unterschiedliche Begriffe. Buße, Bekehrung, Abkehr vom Bösen, Hinkehr zu Gott, Sinnesänderung, Jesus aufnehmen und so weiter und so fort. Verschiedene Begrifflichkeiten, um das zu beschreiben, was mit Umkehr zu Gott gemeint ist. Man könnte auch sagen, es ist eine, ja, ich formuliere es einfach mal so, eine 180-Grad-Wende im Leben. Also der Mensch, der zuvor oder bisher ohne Gott gelebt hat, der selbstbestimmt gelebt hat, der selbst für sich entschieden hat, ich möchte mein Leben so und so führen und gestalten, der erkennt, dass das der Holzweg ist und dass er zu Gott umkehren muss und der ändert sein Leben komplett um 180 Grad. Er vertraut jetzt Gott sein Leben an und bei allen wichtigen Fragen und Lebensentscheidungen bezieht er Gott mit ein und fragt Gott, Gott, was ist dein Wille? Wie soll ich mich hier entscheiden? Wie soll ich meine Lebensweichen stellen? Wie siehst du das? Ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte entsprechend deinem Willen mein Leben gestalten. Gott und Jesus Christus mein Leben anvertrauen und Jesus konsequent nachfolgen. Das ist diese 180-Grad-Wende. Und nur ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Paulus schreibt nämlich über die Thessalonicher, das fand ich sehr anschaulich, 1. Thessalonicher 1,9, überall erzählt man, wie ihr umgekehrt seid zu Gott. Und jetzt kommt's, weg von den toten Götzen, weil Umkehr und 180-Grad-Wende bedeutet ja immer Abkehr von etwas Bestimmtem. Und hier heißt es, weg von den toten Götzen, hin zu dem lebendigen und wahren Gott, um ihm allein zu dienen. Also weg von den toten Götzen, von den Abgöttern, von all dem, was uns Menschen verspricht, komm her, ich will dein Leben erfüllen und es doch nicht halten kann, hin zu Gott, hin zu Jesus Christus. Es ist also ein klarer Einschnitt im Leben, eine eindeutig erkennbare Kehrtwende um 180 Grad hin zu Gott mit entsprechenden gravierenden Auswirkungen im weiteren Leben eines Menschen, der zu Gott umgekehrt ist. Also ein Paradigmenwechsel. Und wenn ich das jetzt gerade predige, ist mir auch bewusst, dass es auch solche unter uns gibt, die
christlich erzogen, christlich aufgewachsen sind und irgendwann mal gar keine 180-Grad-Wende in ihrem Leben lokalisieren können, sondern die da so reingewachsen sind. Auch das gibt es natürlich. Aber diese 180-Grad-Wende, die meine ich gerade im Blick auf die Menschen, die wirklich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt komplett ohne Gott, ohne Glauben, ohne christlichen Hintergrund gelebt haben und dann Gott in ihr Leben hineingesprochen hat, mit der Folge, dass ein Mensch zu Gott umgekehrt ist. Wen ruft Gott zur Umkehr auf? Uns alle. Wenn wir in die Bibel schauen, völlig gottlos lebende Menschen, aber auch gut bürgerlich lebende Menschen, die sich bemühen, ein anständiges, gutes Leben zu führen. Übrigens auch gleichgültige Menschen. Auch das steht so in der Bibel, dass Gott die, die gleichgültig ihm gegenüber bleiben werden, richten wird, dass die verloren sind. Und ich möchte sagen, auch Christen werden immer wieder zur Umkehr in Gottes Wort aufgerufen. Warum Christen? Die sind doch schon umgekehrt. Ganz einfach, weil wir Christen immer wieder in der Gefahr stehen, auf Abwege zu geraten, uns ablenken, uns verführen zu lassen, Wege einzuschlagen, die nicht zum Glauben an Jesus passen. Und deswegen ist es auch für Christen so wichtig, immer wieder umzukehren, in dem Sinne, dass wir überprüfen, unser Leben überprüfen, unseren Lebenswandel überprüfen und unseren Lebensinhalt überprüfen und da neu auf Gott und auf Jesus Christus ausrichten, wo uns bewusst geworden ist, hoppla, da habe ich mich ja eigentlich von dem guten Weg abgewendet, die gute Spur verlassen. Also deswegen ist Umkehr für alle Menschen wichtig, auch für uns Christen. Warum? Damit wir das große Ziel erreichen. Das große Ziel, wie es einmal Petrus im 1. Petrus 1,9 beschreibt, damit ihr am Ende das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, und jetzt kommt's Doppelpunkt, die Rettung für alle Ewigkeit. Oder wie Luther immer wieder auch übersetzt an solchen Stellen, die ewige Seligkeit. Das ist das große Ziel. Und Gott wünscht sich so sehr, dass das die Menschen ergreifen und erreichen. Und deswegen ist Umkehr und die tägliche Neuausrichtung auf Jesus Christus so entscheidend wichtig. Ja, ich habe schon gesagt, der eindringliche Ruf Gottes zur Umkehr ist einerseits eine deutliche Warnung, aber noch viel mehr eine liebevolle, sehnsüchtige Einladung Gottes an alle Menschen. Lass dich für alle Ewigkeit retten und empfange neues, ewiges Leben. Und ich möchte dich fragen, hast du diese Einladung Gottes angenommen? Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Abstecher machen. Ich sage es mal so, gestern Morgen, als ich aufwachte, hat Gott mir diesen Impuls gegeben, einen kleinen Abstecher zu machen im Zusammenhang mit Umkehr und Rettung aus hochbrisantem und aktuellem Anlass. Wir leben, das ist meine Überzeugung, in der Endzeit. Und da, so weist uns die Bibel immer wieder darauf hin, wird alles Wichtige, alles Entscheidende verfälscht, verdreht und Menschen in die Irre geführt. Und so wird auch in unserer Zeit der Fokus weg vom einzelnen Menschen und weg von Gott hin, ich habe das schon mal vor einigen Wochen gepredigt, zu unserer Mutter Erde und zur Natur gelenkt. Und zur Sicherung unserer Zukunft und Rettung unserer Erde wird auch von Umkehr gesprochen gerade auf höchsten Ebenen. Ja? Ihr Menschen und wir Gesellschaften und wir Staaten müssen umkehren, um Mutter Erde und unsere Zukunft zu retten. Umkehr von der bisherigen Lebensweise. Das wird momentan auf die allerhöchste Prioritätenliste gesetzt. Konkret, und jetzt wird es ganz konkret und ganz spannend. Konkret, am 18. und 19. September, also morgen in einer Woche,
treffen sich die Weltregierungen unter der Führung der UNO in New York. Wozu? Um ein 7-jähriges Abkommen zur Rettung der Menschheit zu ratifizieren. Anlass ist die Agenda 2030, deren 140 Ziele zur Rettung unseres Planeten, die übrigens 2015 eben von der UN aufgestellt wurden. Anlass ist, dass diese Agenda 2030 bei einer Überprüfung jetzt zur Halbzeit von 2015 bis 2030 hervorbrachte, dass nur 12% dieser 140 Ziele überhaupt angegriffen und angegangen worden sind und im Prinzip, wenn wir so weiterleben wie bisher, unsere Menschheit verloren sein wird. Und mit diesem 7-jährigen Vertrag zur Rettung der Menschheit, Zitat, soll ein großer Wendepunkt zur Rettung der Menschen unseres Planeten geliefert werden. In einer guten Woche. Es wird im wahrsten Sinne des Wortes äußerst spannend werden, denn das Ganze und was da wohl geplant ist, kann ja nur gelingen, wenn man drakonische Zwangs- und Kontrollmaßnahmen über die unterschiedlichsten Lebensbereiche von uns Menschen einführen wird. Und Bibelkenner und besonders solche, die sich mit Prophetie und Endzeit beschäftigen, horchen spätestens an dieser Stelle auf. Denn auch die Bibel spricht von einem 7-jährigen Abkommen mit den vielen, gemeint sind viele Nationen, und zwar im Zusammenhang mit dem falschen Messias oder auch Antichristen genannt. Ein Abkommen, das die dann 7-jährige Gerichtszeit Gottes, die Trübsalzeit, einleiten und starten wird. Ich sage jetzt nicht, dass der 18., 19. September und dieser geplante Vertrag zur Rettung der Menschheit, dieser Vertrag aus Daniel 9,27 sein muss. Gott weiß es. Aber ich finde es hochbrisant und hochspannend. Und noch ein zweites bevorstehendes Ereignis ließ mich die letzten Tage aufhorchen. 3 Tage nach dem UN-Gipfel folgt am 21. September der International Day of Peace. Also die UN hat im Juli eine 40-seitige Friedensagenda veröffentlicht, in der 39 Mal die Phrase Frieden und Sicherheit auftaucht. Und Bibelkenner denken dann sofort an 1. Thessalonicher 5,3, wo Paulus schreibt, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Gemeint ist hier vom Kontext der Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit, der große schreckliche Tag des Herrn. Also sehr spannende Dinge, die da irgendwie vielleicht biblische Prophetie erfüllen, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Wir sehen aber an diesen Dingen momentan extreme globale Ereignisse im Anmarsch, mit denen, jetzt kommt es eben, Umkehr und Rettung, allerdings nicht im biblischen Sinne, sowie Frieden und Sicherheit erreicht werden sollen, allerdings alles ohne Gott. Und wir wissen von Gottes Wort, Umkehr und Rettung, Frieden und Sicherheit werden die Menschen nicht ohne Gott verwirklichen können. Wird nur Gott schaffen, wenn wir Menschen uns an Gott wenden und seine Hilfe erflehen für uns persönlich und für unsere Welt. Ja, also sehr, sehr spannende Dinge, die da vor uns liegen, die eventuell die letzten Jahre unserer Weltgeschichte einleiten könnten. Und ich möchte sagen, in Anbetracht der Zeit, in der wir leben und all dieser Dinge, die im Gange sind, auch von vielen gar nicht wahrgenommen, auch von vielen Christen nicht wahrgenommen, wird Gottes Ruf und Einladung zur Umkehr noch sehr viel dringlicher. Denn noch besteht die Möglichkeit, hier zumindest für uns, ohne Verfolgung, ohne drakonische Maßnahmen, unseren Glauben leben zu können, zu Gott, zu Jesus umkehren zu können. Wir haben gerade vorhin gehört, in vielen anderen Ländern unserer Welt ist das leider nicht der Fall. Gottes Ruf zur Umkehr in unserer aktuellen Zeit ist so unheimlich dringlich und wichtig.
Die Zeit rast voran und wird knapp. Und Gott möchte, dass ganz, ganz viele Menschen noch sich retten lassen. Und genau darum ging es damals Johannes dem Täufer. Genau darum ging es ihm. Er hat die Menschen aufgerufen, tut Buße, kehrt um zu Gott, lasst euch retten. Und sie kamen in Scharen zu ihm, kehrten zu Gott um und ließen sich taufen. Ja, das war der erste Gedanke. Zweiter Gedanke, auch Jesus lässt sich taufen. Und das ist doch höchst erstaunlich und sehr überraschend. Denn Jesus ist doch der sündlose Sohn Gottes. Und wir haben ja gerade eben vernommen, Johannes der Täufer ist auch völlig überrascht, dass sich jetzt Jesus von ihm taufen lassen will. Johannes dem Täufer war ja klar gewesen, dass Jesus der Sohn Gottes, der verheißene Messias ist, ohne Sünde, ohne Schuld. Und er will es ablehnen und sagt, nein, Jesus, doch ja nicht, ich muss mich doch von dir taufen lassen und nicht du dich von mir Sünder. Warum ließ sich Jesus dennoch taufen? Moderne Theologen, für die die Bibel nicht Gottes zuverlässiges und von ihm inspiriertes Wort ist, sehen übrigens in dieser Begebenheit die Bestätigung dafür, dass Jesus wie alle anderen Menschen auch nur ein Mensch, ein Sünder, nicht vollkommen, nicht sündlos war und eben folgerichtig sich auch taufen ließ. Das ist natürlich Blödsinn, weil wir wissen aus Gottes Wort, dass der Sohn Gottes ohne Sünde, ohne Makel war und dass ja gerade diese Eigenschaft und diese Wahrheit dafür steht, dass er das einzige und einzige allseits gültige Opfer überhaupt sein konnte, nämlich das Opfer seines Todes am Kreuz, sein Leben, das er für uns Menschen gelassen hat, die Strafe, die er an unserer Stelle getragen hat, damit wir überhaupt Vergebung und Rettung empfangen können. Weil Jesus sündlos war, hatte er die Vollmacht und die Kraft und sein Opfertod am Kreuz, diese Vollmacht, uns Menschen retten zu können, wenn wir uns darauf verlassen und daran glauben. Oder anders gesagt, der einzig Gerechte trug die Strafe für alle Ungerechten. So wie es im 1. Petrus 3,18 formuliert ist, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Und dieser Gerechte, der sich durch seine Taufe mit den Ungerechten identifiziert, der sich auf unsere Stufe begibt, der allein bewirkt unser Heil und unsere Rettung. Und Jesus, der sich also jetzt hier taufen lässt, obwohl er es überhaupt nicht nötig hätte, er reiht sich mit seiner Taufe ein in die Reihe der Sünder, obwohl er kein Sünder ist. Also nochmal, der Gerechte identifiziert sich mit den Ungerechten. Er sagt Johannes dem Täufer, lass es jetzt geschehen. Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Oder die Hoffnung für alle übersetzt, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Daraus, meine Lieben, sehen wir, dass die Taufe, ich sage es mal so, auch ein Gehorsamsakt ist. Ja, selbst Jesus Christus war gehorsam. Er sagt, Gottes Wille muss erfüllt werden. Und Gott will, dass ein Mensch, der umgekehrt ist und der an ihn glaubt, sich taufen lässt. Die Taufe, ein Gehorsamsakt. Und Jesus ist sich nicht zu stolz, nicht zu abgehoben, nicht zu elitär, um sich nass zu machen und um sich von einem Sünder taufen zu lassen. Und auch in den ganzen 3 Jahren seiner öffentlichen Wirksamkeit sieht man bei Jesus immer wieder diese Haltung. Von einer Sünderin lässt er sich salben, mit einer Samariterin fängt er am Brunnen ein Gespräch an, störende Kinder schickt er nicht weg, sondern lässt sie im Gegenteil zu sich kommen. Mit Zöllnern und anderen gesellschaftlich verpönten Menschen hat er Tischgemeinschaft. Diese Haltung wird bei Jesus immer wieder sichtbar. Er solidarisiert sich mit dem kleinsten und sogar mit dem größten Sünder. Und deswegen lässt er sich auch hier taufen. Und seine Taufe
Übrigens, das vollständige Untertauchen ins Wasser ist neben dem Gehorsamsakt auch noch ein symbolischer Hinweis genau auf seinen Tod am Kreuz, etwa in Markus 10, 38 nachzulesen. Also nicht nur ein Gehorsamsakt, sondern auch die Taufe von Jesus jedenfalls, ein symbolischer Hinweis auf sein Opfer am Kreuz. Übrigens, sein Opfer am Kreuz, das er auch freiwillig aus Solidarität zu uns Sündern, aus Liebe zu uns Sündern gegeben hat, sich selbst hingegeben hat. Ja, fassen wir zusammen, auch Jesus lässt sich taufen. Das ist überraschend. Er ist sich nicht zu schade, er ist nicht zu stolz, er ist gehorsam, er solidarisiert sich mit uns Sündern, weil er uns liebt. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Gedanken der Predigt. Neutestamentliche Taufe versus Kindertaufe, Fragezeichen. Ich bin mir bei dem Thema bewusst, dass das je nach kirchlicher Prägung und kirchlichem Hintergrund sehr umstritten ist. Wir haben heute Ernst Dich zu Gast, ein Pfarrer im Ruhestand. Freut mich sehr, dass du da bist. Und aus eigener Erfahrung, aus Zeiten mit vorigen Gemeinden, weiß ich und habe es selbst mal so leider erlebt, in einer meiner vorigen Gemeinden, als ich mit einem evangelischen Dekan der evangelischen Landeskirche, mit dem ich sehr gut konnte, ein sehr gutes Verhältnis hatte, bei einem Projekt zusammenarbeitete und er bei diesem gemeinsamen Projekt mitbekam, dass wir in 2 Wochen einen Taufgottesdienst haben und wir dann über das Thema Taufe ins Gespräch kamen und ich ihm klar und deutlich meine biblische Erkenntnis und auch übrigens die Position der freien evangelischen Gemeinden erläuterte, ist leider die gute Beziehung kaputt gegangen. Ich hoffe, das ist bei uns nicht der Fall. Ernst. Von daher bin ich mir bewusst, es ist gerade zwischen Kirche und Freikirche ein sehr unterschiedlich wahrgenommenes Thema. Und Ziel meiner Worte, die jetzt kommen, ist eben nicht, da in Keil reinzuschauen, sondern unsere FEG-Position, meine persönliche Position, einfach mal deutlich anzusprechen. Von daher zum Begriff Taufe. Das griechische Wort heißt baptizo, übersetzt eintauchen oder auch untertauchen. Und entsprechend, ich habe es ja schon gerade angedeutet, wurde die Taufe im Neuen Testament durch vollständiges Untertauchen praktiziert. Also so wie wir es auch hier machen, dass der Täufling vollständig unter Wasser getaucht wird und dann in aller Regel ja wieder auch aus dem Wasser rauskommt. Das hat eine auch symbolhafte Bewandtnis. Und Paulus, der Apostel Paulus, spricht das an mehreren Stellen an, etwa in Römer 6,4 oder Kolosser 2,12, wo er die Taufe, dieses vollständige Untertauchen, symbolisiert und vergleicht mit dem Begräbnis des alten Menschen, damit meint er den Menschen, der bisher ohne Gott gelebt hat, und dann das Auftauchen symbolisiert mit der Auferstehung des neuen Menschen. Der, der durch seinen Glauben neues, ewiges Leben empfangen hat und auch diese lebendige Hoffnung, dass er eines Tages zum ewigen Leben auferweckt werden wird von Gott. Das wird also auch bildhaft, symbolisch mit der Taufe, die durch vollständiges Untertauchen sozusagen ins Wassergrab erfolgt und das Auftauchen, das dieses neue ewige Leben symbolisiert. Daneben mag vielleicht auch noch der Aspekt des Waschens eine Rolle spielen, ja, dass durch Wasser wir unsere Schuld abgewaschen, gereinigt wird, aber das nur nebenbei. Entscheidend wichtig ist beim Verständnis der Taufe, dass wir verstehen, der Vorgang der Taufe ist nicht magisch, oder nach meiner Überzeugung sakramental zu verstehen. Also nicht dadurch, dass ein Mensch, ganz egal, ob der jetzt glaubt oder nicht, die Taufe an sich vollziehen lässt, passiert da etwas? Nein. Sondern es passiert nur etwas, wenn der persönliche Glaube dieses Menschen vorher
entstanden ist, durch Gottes Gnade. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also keine sakramentale Handlung, sondern eine Bekenntnishandlung, eine symbolhafte Handlung, die aber auch über das Symbol hinausgeht, so wie wir es ja gerade vorhin gelesen haben im Text, so ähnlich möchte ich es mal sagen, ist meine Überzeugung, jemand, der sich aufgrund seines Glaubens und seiner Liebe zu Jesus taufen lässt, ist nicht nur gehorsam und macht etwas, was er erkannt hat, sondern er bekommt zugleich, und das ist meine Überzeugung, einen besonderen Zuspruch Gottes, so ähnlich vielleicht, wie Jesus das da empfangen hat. Ja? Dass Gott dir, wenn du dich taufen lässt, innerlich, persönlich zuspricht, du bist mein geliebtes Kind. Ich freue mich über dich. Und ich will dich segnen. Und diese Taufe soll dir eine Hilfe, eine Stärkung deines Glaubens sein. So habe ich es jedenfalls erlebt, als ich mich mit, ich weiß nicht, 24 Jahren habe taufen lassen. In der FEG Frankfurt damals. Also nichts Magisches, nichts Sakramentales, was man da einfach durchführen lässt und dann ist alles okay. Leider, muss ich sagen, hat sich die Taufe kirchengeschichtlich genau so entwickelt. Man begann sehr früh schon, neutestamentliche Handlungen zu sakramentalisieren, zu instrumentalisieren. Und dann in der frühen katholischen Kirche wurden dann ja auch Säuglinge getauft, aus der Angst heraus, sie würden sonst verloren gehen, falls sie stürben, ungetauft. Und da kann ich nur sagen, als ob Gott, der Schöpfer unseres Lebens und auch jedes kleinen Menschenlebens, ungetaufte, sterbende Säuglinge anders behandeln würde als Getaufte. Kann ich absolut nicht sehen von Gottes Wort. Welche Bedeutung hat nun die Taufe nach der Bibel? Ich möchte es mit einem Satz versuchen zu beantworten. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis eines Christen, und zwar vor der sichtbaren Welt, nämlich die anwesende Gemeinde, und vor der unsichtbaren Welt, die ja auch existiert, ein öffentliches Bekenntnis, dass er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist und ihn als seinen Retter erkannt hat und nun sein Leben unter Jesu Führung stellt. Also nochmal, die Taufe ist das öffentliche Bekenntnis eines Christen, dass er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist und ihn als seinen Retter erkannt hat und nun sein Leben unter Jesu Führung stellt. So habe ich es mal versucht, mit einem Satz auszudrücken, die Bedeutung der Taufe. Ich möchte die Bedeutung der Taufe mit einem Bericht eines Missionars in Afrika nochmal verdeutlichen. Da berichtet dieser Missionar, bei einer Taufvorbereitung in Afrika sollten die Taufbewerber geprüft werden. Der Missionar fragt eine alte Afrikanerin: Was hast du in der Taufvorbereitung gelernt? Die Frau sah stumm vor sich hin. Dann sage uns doch, was Jesus für dich getan hat. Da holte die Frau vom Lagerfeuer glühende Holzstückchen und legte sie in engem Kreis um einen Käfer. Der sucht vergeblich einen Ausweg. Immer näher züngeln die Flammen. Im letzten Augenblick, ehe das Tierchen sich versengen muss, greift die Frau in den Kreis hinein, hebt den Käfer heraus und gibt ihm die Freiheit. Dann schaut sie auf und sagt: Das tat Jesus für mich. Ja, ich möchte es mal so sagen. Wer sich taufen lässt, bekennt damit: Jesus hat mich gerettet. Er hat mich herausgerissen aus meiner Verlorenheit. Er hat mich befreit von dem Feuer des Gerichts Gottes. Ja. Das ist der Sinn der Taufe. Ich bekenne, Jesus hat mich gerettet. Er hat mir neues Leben gegeben. Mit meiner Taufe, das ist auch noch ein weiterer Aspekt, identifiziere ich mich mit Christus. Nämlich, was er getan hat, gilt mir. Dass er am Kreuz starb, gilt mir. Er hat mein Leben oder an meiner Stelle sein Leben gegeben, damit ich es geschenkt bekomme, damit ich verschont werde vor dem Gericht Gottes. Und alle meine Mitmenschen, das ist auch Sinn übrigens einer Taufe, sollen das wissen. Die Taufe ist nichts Geheimes.
Ich halte nichts davon, habe solche Anfragen auch schon mal bekommen. Kannst du mich in der Badewanne bei mir zu Hause taufen? Die Taufe ist etwas Öffentliches, gehört in einen Gottesdienst, ist ein öffentliches Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und alle sollen es wissen. Meine Eltern, meine Nachbarn, meine Freunde. Sinn und Wesen der Taufe ist, dass sie nicht verheimlicht wird, sondern dass sie etwas in aller Öffentlichkeit bekennt. Und ich weiß, bei dem einen oder anderen, wenn man zum Beispiel ungläubige Eltern hat, so wie ich es damals gehabt habe, die Kämpfe, die inneren Kämpfe, soll ich es meinem Vater sagen? Was wird dann passieren? Ich habe es damals gesagt, ganz offen gesagt. Und es stieß nicht auf freundliche Ohren. Ich habe Schwierigkeiten bekommen. Aber ich sage es nochmal, wer sich taufen lässt, wer diesen Mut aufbringt, wer es öffentlich bekennt, wird von Gott einen besonderen Segen bekommen. Ja, man könnte eine ganze Predigt nur über dieses Thema Kindertaufe, neutestamentliche Taufe halten. Wie gesagt, ich lade ein zu einem Taufseminar nächsten Samstagvormittag um 10. Da werde ich näher drauf eingehen. Zum Schluss nur noch mal ganz kurz zusammengefasst. Meine persönliche Überzeugung von der Bibel und auch FEG-Theologie. In der Bibel kommt der Glaube immer vor der Taufe. In der Bibel gibt es keinen stellvertretenden Glauben der Eltern oder der Paten. In der Bibel gibt es keine Praktizierung der Kindertaufe. Die gängigste Begründung in den Kirchen in Deutschland für die Kindertaufe ist ja, dass man sich auf einige Stellen aus der Apostelgeschichte bezieht, wo es in etwa heißt, er und sein ganzes Haus ließen sich taufen. Mittlerweile gibt es auch viele kirchliche Exegeten, die zum Großteil hinter vorgehaltener Hand zugeben, dass das exegetisch nicht haltbar ist. Und es gibt sogar ein offizielles Gutachten der Theologischen Fakultät der Universität Tübingen für die Württembergische Landeskirche, die sich folgendermaßen äußert: Für die Möglichkeit der Kindertaufe ist ein stringenter, direkter Schriftbeweis nicht zu erbringen. Ja, also vielen, auch Kirchlichen, ist es eigentlich bekannt, dass das ein Hilfskonstrukt ist. Taufe und Glaube gehören zusammen. Und ohne Glaube keine Taufe. So wie wir in Matthäus 3,7 lesen, und das ist ganz interessant, als Johannes aber sah, dass auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich taufen zu lassen, wies er sie ab. Euch taufe ich nicht. Ihr habt keine Taufe verdient. Warum? Weil ihr nicht den lebendigen Glauben an Jesus habt. Ihr seid Heuchler. Ja, ihr bringt die Menschen ab vom Glauben an Gott. So können wir es gerade im Matthäus-Evangelium auch ab den Kapiteln 20 folgende sehr deutlich lesen. Taufe ohne Glaube ist nicht. Ohne Glaube keine Taufe. Aber, und das ist die gute Botschaft, und mit der ende ich, wenn du aber von Herzen glaubst, so kann es geschehen. So kannst du dich taufen lassen. Amen.